muss mich aber noch mal ein bisschen umsetzen. Bin ich fit genug oder trinke ich einen Energy? Ich öffne den Energy. Sicher. Oh Gott. Eigentlich stinkt dieses Zeug echt zum Himmel, ne? Stelle ich mir jedes Mal die Frage, warum trinke ich den Scheiß? Geh zu. Bist du zu? Ja. Sehr schön. So. Und wir sollen den Schädel des großen Auerochsen finden. Schon wieder? Hatten wir doch gerade erst. Oder ist das jetzt schon wieder ein neuer Auerochse? Aber ich will doch eben... Über eine hatten wir doch eben auch schon. Dem Auerochsen. Naja. Land. Seid ihr Signatur, okay. Und ich habe mir eine Kuscheldecke mal rausgekramt. Weil es ist doch immer sehr kalt. Das Komische ist, unsere Heizung stellt sich nachts aus. Das heißt dann, wenn man die Heizung quasi am meisten braucht, verlässt die Heizung uns. Ich weiß nicht, ob Frisches die so eingestellt hat oder... Ob die vergisst, dass man... Danke, Mappa! Oder... Ob die Heizung einfach nie will. Boah, bin ich auch noch was? Bin ich auch noch was für dich? Ja! Ich hab sogar noch was. Warte mal... Oh mein Gott. Das sieht Panne aus. Von mir, jetzt habe ich so gefühlt über die halbe Map rennen. Nur um das Ding wieder zu seinem Besitzer zurückzubringen. Ich stelle jetzt doch mal die Frage, was würde man jetzt machen, wenn man kein Pferd hätte? So, jetzt einfach einen Knopf haben, mit dem man die W-Taste drückt. Sind wir bald da? Da will ich nicht durchreiten. Hast du eigentlich schon einen Erfahrungsbericht zum neuen Lotto? Also, nee, tatsächlich nicht. Tatsächlich noch nicht. Hast du gerade Pause? Denn eben, als ich bei dir Lucky Lucky gemacht habe, warst du noch am Zocken. Ich habe mal Mäuschen gespielt. So halb. Da warst du, glaube ich, gerade am Shoppen. Muss ich hier hin? Ja, ich hatte nämlich eben eine kleine Pinkelpause. Dann dachte ich, ich schaue nochmal kurz rein.
Warum ist nichts besser als dieser Ring? Das ist alles scheiße. Komm, nehm ich den Quatsch hier. Hier noch irgendwas? Nope. Im Vauzi. Ja, wir kommen unserem Ziel Stufe 35 da jetzt doch wohl etwas näher. Ich hab's ja nicht mehr geglaubt, dass wir das heute schaffen, aber vielleicht. Lass, ich werde noch mal eine kurze Pause rein, bevor ich den Turm Mirage gehe. Der Turm Mirage. Schöne Erinnerung. Wirklich schöne Erinnerung. Ich mag den Turm. Der Turm ist toll. Etwas seltsam, aber cool. Was benötigt ihr? Würdet ihr mir Den vielleicht näherst einen du dich Gefallen meinem erweisen? zweitliebsten Dungeon sogar? Du bist du ganz, 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 ganz knapp an meinem zweitliebsten Dungeon. Wie gefällt dir denn das Spiel bisher? Also deinen ersten Eindruck kenne ich ja. Aber jetzt so, nachdem du ein paar Stunden gespielt hast, wie ist es? Weil der erste Teil ist so mit einer meiner Lieblingsteile. Ich kann mich da stundenlang übrigens drüber unterhalten. Solltest du, solltest du. Vielleicht gucke ich zwischendurch auch noch mal kurz rein. Wie gesagt, so ein dritter Monitor wäre jetzt echt praktisch. Da könnte ich nämlich da oben drüber gucken. Mein Handy hat, glaube ich, auch nicht mehr genug Akku. Nee. Handy hat, glaube ich, nur 20% oder so. Und das dient mir zurzeit als Taschenlampe, damit ich heile die Treppe hochkomme. Weil das Licht auf meiner Treppe, das will nicht so, wie ich es möchte. Es hat nicht gut gealtert, aber es hat die gewissen Elemente, die alten Rollenspiele halt hatten. Suchen und reden, ja. Das ist halt so mega cool. Und ich finde halt auch den Soundtrack cool. Und Pixel Remasters haben sie halt echt, echt gut umgesetzt. Ich habe ja wirklich, wirklich, wirklich viele Versionen vom ersten gespielt. Das Dürfte ist ich denen euch echt einen gelungen. Moment eurer Zeit Also, stehlen? Würdet ihr mir vielleicht einen Gefallen ich find's gut. erweisen? Könnte ich einen Augenblick mit euch Ich sprechen? find's echt gut. Das ist echt für ein 30 Jahre altes Spiel verdammt gut, ja. Finde ich auch. Vor allem, ich habe halt immer so drauf gewartet. Oh, wann kommt es endlich? Kommt es irgendwann mal auf Steam? Meine Träume wurden erfüllt. Das war, glaube ich, so mit einer der schönsten Momente dieses Jahr. Ich habe das einfach nur gefeiert. Macht das und viel Spaß im Turm Mirage. Wie gesagt, ich schaue zwischendurch mal lurkmäßig rein. Bin echt gespannt. Und in der Zeit verlaufe ich mich wahrscheinlich hier wieder 30 Mal. Die Elmzweige brauche ich aber nicht. Ich hasse Kräuter sammeln in Lotro. Ich finde sie einfach nicht. Da ist was. Kräuter sammeln in Lotro ist so das Schlimmste. Nicht mal das Buch der Taten ist so schlimm. Doch, es ist schlimm, aber. Eigentlich nur Bezwingertaten. Eigentlich sind nur die Bezwingertaten schlimm. Der Rest geht bisher. Wo ist der Scheiß?
Da ist noch was. Ich meine, es hat seine Vorteile. Wir haben hier... Wir kriegen hier, ne? So Eisen. Rausgefunden, wie man beim Kaufen eine Menge eigentlich... Ja. Warte mal. Steht das nicht sogar... Irgendwo stand das sogar mal. Aber ich glaube, das steht nur bei den normalen Händlern. Es geht, glaube ich, nicht hier rüber. Bei mir geht es nämlich nicht. Glaube ich, warte mal. Ja, bei mir geht es nicht darüber, dass ich hier in einem Extrafenster bin. Es geht nur, wenn ich beim normalen Händler bin. Nicht beim Schnellreiseding hier. Das Schnellding. Das ist so zum Verkaufen. Leider. Ich wollte mal ausprobieren, ob es hier geht, aber es geht leider nicht. Irgendeine Nacht, da müssen wir VIPs hier haben. Na gut, ich kann aber auch nicht, während ich unterwegs bin, was kaufen. Wenn wir gleich die Quest abgeben bei dem einen Händler, da kann ich es aber ausprobieren. Beim Verkaufen. Beim Verkaufen? Weiß ich. Also wie gesagt, hier über den Schnellbutton Abonnentenstadt funktioniert es nicht. Wie ist jetzt beim normalen Händler? Das weiß ich nicht mehr mit dem Verkaufen. Das Kaufen wusste ich. Kaufen habe ich vor einem halben Monat ungefähr herausgefunden. Weil das dann... Ich habe das durch Zufall bei den Händlern unten gelesen. Dass man das machen kann. Ich habe das aber anfangs immer... Du hast dich gefragt! Ich dachte nur, ich wäre so blöd gewesen, wüsste es nicht. Ich dachte immer so, alle anderen wissen es, oder es geht halt einfach nicht. Ja, vor einem Monat wusste ich es noch nicht. Vor einem Monat wusste ich es noch nicht. Wie gesagt, ich weiß das erst seit... In einem halben Monat ungefähr. Seit 2 Wochen. Ungefähr. Durch Zufall habe ich es herausgefunden. Wie gesagt, weil ich das da unten mal gelesen hatte. Woher wusste ich das nicht? Und ich dachte, ne, es geht halt einfach nicht. Will der Albert gerade wieder nicht? Warte mal. Pink Fluffy will nicht. Warte. Gut, wenn er nie will, dann versuche ich es mal. Beziehungsweise machen wir einmal so und aktualisieren einmal. Einmal. Pink Fluffy will nicht. Denn warte mal. Warte. Wir haben es gleich. Arbeiten. Okay. Ich muss jetzt mal gucken, ob es funktioniert. Funktioniert. Ja! Ha! Ich hab's hingekriegt. Keine Angst, ich breche dir die Punkte definitiv nicht. Was? Ich werde sie mich einmal abbrechen. Du musst eigentlich deine Punkte wieder kriegen. Hoffe ich immer noch. Fluffy Unicorns dancing on rainbows.
Aber es geht nicht. Bei Alois geht's leider nicht. Nee, ich hab's für dich abgespielt. Ich hoffe, das ist okay. Kam hier noch. Ja, ich hab's mal. Wie gesagt, ich verliere ja keine Punkte. Ich hab's einfach mal für dich aktiviert. Ich weiß nicht, warum die Sound Alerts manchmal nicht gehen. Hab ich das einmal gemacht? Dann kann ich das wieder umstellen. Stunde. Und zurück. Und. Nee, ich habe meine Mails geöffnet. So, jetzt. Hab ich hier alles? Zum Dienst gezwungen. Bilbe Sklavenhalsbänder. Ach du Scheiße. Was will man denn mit Bilbe Sklavenhalsbändern? Kann man mir das mal verraten? Was man mit dem Mist will? An die Wand hängen und sammeln oder was? SM. Ja. Okay. Na gut. Möglich wär's. Also, ich weiß ja nicht, was in dem Kopf von einigen Bildern abgeht, aber. Ne? Vielleicht hast du recht. Umstreifende Waage. Das will man bestimmt nicht wissen. Nein. Das Schlimmste, ich habe halt gerade so mega Kopfkino, ne? Ungewollt habe ich so mega Kopfkino. Boah, sieht die ekelhaft aus. Komplett zerfetzt und zerfleischt. Uah. Die Waage haben wohl einiges durchgemacht. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich einmal kurz mich auslogge und wieder einlogge, weil mich dieses Anvisieren gerade so mega nervt. Warte mal. Ist es weg, wenn ich das mache? Also diese Fehler manchmal. Das hatte ich am Sonntag schon. Warte. Wieder einloggen. Mal gucken, ob es jetzt immer noch ist. Ja. Okay, dann gehe ich einmal gleich komplett raus. Log mich dann nochmal ein. Der haut ab. Freunde. Warte. Ich bin jetzt Meister des Experten durch die ganze Fälle. Sehr gut. Glückwunsch, Mappa. So, ich muss mich mal kurz einloggen. Bei mir geht das so langsam auf den Keks hier. Aktualisierung. Nämlich auch mit eurer Aktualisierung. Nämlich auch. Könnte mich aber gerne haben. So. Darf ich jetzt wieder? Ja? Ja, ich darf wieder. Aber ich will es halt kurz reinzuloggen. Aber ich bin froh, jetzt wo ich es gerade sehe, dass wir jetzt gerade Lotro spielen und nicht morgen. Weil morgen ist nämlich Serverwartung. Morgen hat Lotro Serverwartung. Das bedeutet also wieder
keinen Notruf für mich nachher. Also morgen. Erst wirklich abends. Ja, vielleicht mache ich dann morgen wirklich die Bezwingertaten. So, und jetzt gucken. Und wie ist es jetzt nochmal? Wie ist es jetzt immer noch? Jetzt schrei ich. Jetzt schrei ich und weine ich und trete. Ich trete um mich. Ich... Warte mal. Okay. Ah, ist nicht mehr so. Mal sehen, für viel länger, aber erstmal haben wir Ruhe. Bis jetzt, ja. Ja. Jetzt ist es wieder so, wie es sein sollte. Ich habe mich da jetzt echt 2 Stunden mit rumgequält, aber so langsam hatte ich keinen Bock mehr auf diesen Fehler. Ich hoffe, der wird morgen erstmal wieder rausgepatcht. Seit dem letzten ist er nämlich wieder aktiv. Das nervt. Nervt einfach so. Da stehe ich lieber 30 Sekunden lang an einer Stelle und kann mich nicht bewegen, als dass die Kamera rumspinnt. Hättest du dich mal? Ja. Weil es nervt so, wenn du jemanden anvisierst und dann die Kamera die ganze Zeit nur so am Drehen ist. Oh, krieg ich zu viel bei. Das hatte ich früher, wo ich angefangen habe mit Lotus Rush, ständig. Einer der Gründe, warum ich damals nicht aufgehört habe. Nicht nur, weil ich nicht klar kam in dem Spiel und keine Klasse für mich gefunden habe, sondern diese Kamera war einfach nervig. Ich habe jetzt, glaube ich, das Falsche angenommen. Ja. Das hier. Ach, egal. Ablehnen. Muss ich nämlich warten, bis das Viech respawnt. Ich habe eine Instanz angenommen, um es zu merken. Auch nicht schlecht. Mich juckt es ja teilweise in den Fingern, dieses Klage der Weide mal zu machen, um zu gucken, ob man mit Level 34, weil das ist ja eigentlich für 20 ausgelegt, ob man da jetzt einfach durchkommt, ohne Probleme. Das würde mich halt echt mal brennend interessieren. Weil dazu will ich erstmal einen dritten Charakter haben.
das eine Viech spawnt, dauert's noch. Stehende Aufträge, das kann ich einmal abbrechen. Müssen wir dann auch zusammen machen. Was ist das denn für eine Instanz? Beziehungsweise, wie heißt die? Ach, da! Okay, zerrüttete Vergangenheit, warte mal. Ach da! Ja, habe ich auch. Gruppenaufgabe. Es sei denn, also machen kannst du es auf jeden Fall, wenn du Level 40 bist. Also wenn du 10 Level drüber bist, da kannst du auch allein durch. Eventuell. Können sie natürlich zusammen machen. Weil ich hab's auch. Ist nämlich in dem ganzen Gebiet da. Hab da nämlich auch noch grausame Geister. Die mir das Schreckliche. Das ist eine 33er, ja. Wie gesagt, hier habe ich sie. Kann man halt auch machen, wenn man... Ne? Diese Vergangenheit. Echt? Heißt aber so. Ist auch in Gas Agarven. Zerrüttete Vergangenheit. Ah, okay. Nicht, dass das irgendwas anderes ist, was nur gleich heißt oder ähnlich heißt. Oder irgendwas, was dazugehört. Ich habe nur dich hab. Jetzt ist meine Axt kaputt. Nein! Nicht die Axt. Hat hier gerade irgendjemand schon die Bosse platt gemacht, oder? Weil die Typen, die ich töten soll, die sind hier einfach nicht mehr. Naja. Da ist einer. Nee, das ist nur ein Kämpfer. Kämpfer und Elite, toll. Oh, ich bin 4 Level drüber. Gefährtengruppe. Nehme ich aber trotzdem einmal an. Glaubt man... Ja, aber da ist so keiner. Da ist kein Hauptmann, da ist niemand. Gehe ich einfach nochmal durch. Wo werden wir den wohl töten?
ist aber einfach keiner. Waaghüter, herumstreifender Waag. Gehen wir auf die andere Seite. Ach, und hier gibt es wieder Sachen für den Ruf. Nett. Oh. Sind wieder in einem Gebiet, wo man Sachen Zukunft kriegt. Naja, da komme ich wenigstens meinem Pferdchen näher. Sonst sagt man Rückenbeiß. Nein. Ich hoffe jetzt halt echt, dass ich richtig bin. ...25% des Levels durch Handwerk. Ja, sehr geil. Im 20er Bereich hatte ich tatsächlich ein ganzes Level nur mit Handwerk gemacht, glaube ich. Da saß ich allerdings auch 2 Stunden dran. 2 Stunden und habe 10.000 Nerven verloren. War, glaube ich, als ich mit dem Event angefangen hatte. Du sagst eigentlich das Höchste. Nee, ich meine nicht. Ich glaube, es geht so lange weiter, wie es Level gibt. Also ich meine, es müsste dann bis 140 irgendwie hochgehen. Ich weiß aber nicht, was das Höchste ist. Weil... Warte mal... Handwerk da. Weil auf Virtuose kann ich jetzt also von 30 bis 40 meine ich alles machen. Muss ich mal gucken. Mal. Gibt das hier irgendwo? Handwerkstufen. Es gibt 13 insgesamt. Lehrling, Geselle, Experte, Virtuose, Meister, überragend, Westfurt, Ostemnet, Westemnet, Norien, Unheilskluft, Eisenbruch, Minas Isil. Das sind die Stufen. Beziehungsweise wahrscheinlich bis Meister... bis überragend, also Stufe 6.
Wahrscheinlich ganz normale Stufen und danach von den einzelnen Gebieten wahrscheinlich. Also 13 Stufen gibt's. Bei Stufe 1 hat man 39 Ressourcen, 45 Ressourcen, 39, die man glaube ich noch zusätzlich kriegt. Ja. Ja, 13 Stufen. Gerne. Sonst wäre es ja recht schnell zu Ende mit dem ganzen Kram. Ja gut, man hätte auch alles in den Virtuosen reinpacken können. Ne? Wäre auch gegangen. Schlachtmeister. Huch. Nee. Das ist auch Macho Maus, ne? Hey, ich habe noch gar nicht angegriffen. Und verkaufen geht das mit Alten nicht. Ah, okay. Das ist aber dann blöd gemacht.